tatsächlich am Ende noch an Juno. Oh, da sehen wir auch schon unsere Gegner. Oder unsere, die jetzigen Kontrollanten sind ja nicht unsere Gegner. Doch, wir kämpfen jetzt gegen die. Es wird ein Zweier-Battle. Ach so, geil. Super, ne? Nee, und ein weiterer Knackpunkt war halt der Steigerungssieb von Sumpex. Ja, Sumpex tatsächlich, weil das dann das Azumarill aus dem Weg räumen konnte ordentlich. Ja gut, aber das hätte es auch mit zwei Erdbeben ab der Range geschafft, denke ich. Das war ja voll. Durch die drei Viertel. Ach, es kam, hat doch schon vorher irgendwo Schaden gefressen wieder ein bisschen. Nee. Aber, ja also, doch, den die eine Kehrtwende von Boreos. Also ich glaube, das ja hätte auch ohne gemacht. Plus 1 gereicht. Ich weiß, hat so viel Schaden von dem Plus 1 Erdbeben bekommen. Ist schwierig zu sagen. Schwierig. Schwierig. So. So, was erwartet uns denn jetzt für ein Match? Wir gucken uns die Kontrahenten mal an. Jetzt sehen wir sie auch mal ein bisschen close. Wieder ein Regenteam. Ja, irgendwie ist das Meta. Aber ich sehe wieder einen Garados. Ich bin happy. Ich sehe einen Victini. Und wir sehen endlich einen Katagami. Das erste heute. Katagami natürlich gegen das Regenteam. Keine schlechte Wahl. Das sollte von Sumpex alles leben. Und auch Garados ist gegen dieses Regenteam nicht gerade schlecht aufgestellt. Es hat halt den Bedroher, die Immunität gegen das Erdbeben von Sumpex. Und selbst mit der Kaskade die Möglichkeit, im Regen viel Schaden rauszudrücken. Also ich gucke mir das Team so an und Garados hat einfach gegen zwei, drei der Mons, die da sind, definitiv die Möglichkeit, sich aufzusetzen. Allerdings würde ich in diesem Matchup davon absehen, mich zu megern. Ja, zum einen das und zum anderen hast du halt da auch noch dieses Tentantel, das du nicht gerade gerne mit dem Garados dir gegenüber hast. Also das muss... Vor allem mit dem Mega nicht, weil dann die Blattgeißel doppelt so wehtut. Mhm, das muss definitiv aber er hat halt auch, Victini im OU gerne Z-Victini oder Scarfed, auch beendet. So oder so ist Victini hier, ja, je nachdem welches Set es ist, wenn es einen Blitzschlag haben kann, es ist halt an diesem Matchup ziemlich strong. So, ne? Sumpex ist so das Einzige, das wirklich effektiv in Victini reinkommt. Und selbst dann kann es noch einen Energieball haben. Ja. Und, allerdings im Regen im hat Regen natürlich. Victini natürlich nicht so viel Spaß. Nee, das Regen-Setting kontert die meisten Feuer-Pokémon halt aus. Victini ist halt mit einer sehr, sehr großen Coverage gesegnet und kann halt eigentlich gegen alles bis auf Sumpex gute Arbeit machen. Und ganz ehrlich, für Sumpex hat er halt Katagami und Garados. Das sind halt schon mal zwei Antworten auf den gefährlichsten Sweeper des Gegnerteams. Und das bedeutet natürlich schon mal einen gewissen Vorteil. Andererseits sind die zwei stärksten Sweeper auf der Gegnerseite halt mit Garados und Victini hier definitiv auch nicht krass im Vorteil. Ich möchte anmerken, dass wir auf der einen Seite drei potenzielle Volturn-Mons und auf der anderen Seite vier potenzielle Volturn-Mons haben. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, könnte das ein sehr momentumlastiges Match werden. Und da könnten die Vorteile dann natürlich auf der Seite von Logi, wie wir hier in-game sehen, sein, denn der hat deutlich besser die Möglichkeit, hier Tarnsteine auszulegen. Ja, das stimmt. Tarnsteine sind sehr stark. Allerdings muss man gucken, dann hat er auf der Seite von Adam Ries oder Adam Riese. Da fehlt das E. Ist das die englische Schreibweite? Es wird nach Adam Riese geschrieben. Nach Adam Riese sind das 12 Pokémon, die da aufeinandertreffen. Definitiv. Ich bin Mathematiklass. Für Leute, die da nicht so bewandert sind, könnte man auch sagen, du bist der Zaubertricklass. So nämlich. Mhm. Aber bin mal gespannt. Also Scarf Lando oder defensives Lando mit Beulenhelm oder sowas, Z-Fly haben wir auch noch nicht gesehen heute. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, was vorhin so on stream war, als ich in meiner Pause war. Ich sehe da ein Z-Katagami. Stimmt, Z-Katagami ist stark. Muss hier in diesem Matchup aber halt aufpassen, weil tatsächlich Pelipper, Boreos und Quajutsu das Ding wahrscheinlich one-hitten. Es hat diese papierdünne Spezialverteidigung. Quajutsu, ja. Also der Eisstrahl von Quajutsu reicht und im Regen reicht auch die Wasserattacke. Ah, gut möglich. Also ich bin mir nicht 100% sicher. Klar, aber im Regen reicht wahrscheinlich dann noch fast der Wasserschuriken. Also ich hab mir irgendwann den Spaß gemacht, von welchem Pokémon zum Beispiel die Glut reicht, um Katagami zu töten. Und das sind von allen? Quasi. Oh. Ich glaube, Raupis Glut kann getankt werden. Oh, und das ist natürlich ein super Matchup für Nico hier. Ja. In der ersten Runde. Er denkt sich halt so, ich gehe erstmal mit Victini rein, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt mit Sumpex leadet?
Null. So, absolut null. Er kann jetzt halt echt alles machen. Er könnte hier, das ist ja, Victini ist halt so wunderbar vielseitig. Wir haben hier zwar mal eine Chart, um zu gucken. Ja klar, V-Generator ist beliebt, Blitzschlag ist natürlich auch beliebt. Kehrtwende gehört dazu, Ehrentag für die Z-Attacke, Krach kommt der Blitzschlag. Der ja. Macht natürlich dem Tentantel erstmal nicht so viel. Oh, das Tentantel denkt sich jetzt, oh lol, guck mal, Stachler oder... Ja, was willst, musst du, du darfst dir nicht für die Feuerattacke gehen. Natürlich darfst du. Also ja, du könntest in der ersten Runde safe sein, aber dafür gibt es halt einfach zu viele gute Antworten und du willst halt mit dem V-Generator nicht schon in den Minusbereich gehen für eventuelle Attacken, die auf dich zukommen und vor allem langsamer werden, weil Victini hat hier halt das Glück, dass es nur es gibt nur zwei Monster im Gegnerteam, die schneller sind, wenn es nicht gegabt ist. Aber das könnte jetzt tatsächlich auch Bandit gewesen sein von dem Schaden. Das war immerhin ein Blitzschlag, der ist nicht Step und macht trotzdem sichtbaren Schaden. Jo. Deswegen, ich bin mal gespannt. Hier könnte jetzt das... Was kommt hier jetzt? Die Egelsamen? Der Switch. Oder die Switches, okay. Und was kommt rein? Pelika. Das ist für Lando jetzt nicht das optimale Matchup. Lando hat keine optimalen Matchups in diesem Match. Gegen Boreos kommt es klar. Gegen wenn Boreos es eine kommt Gesteinsattacke hat. Ja, aber halt auch nicht, wenn der Z-Orkan kommt. Ja, das stimmt. Also Boreos ist hier leider Gottes nicht so stark. Er könnte jetzt hier mit einer Stein... Habe ich Boreos gesagt? Entschuldigung. Ja, wir könnten jetzt Titansteine sehen und er wirft das Ding einfach ab. Wir könnten aber auch sehen, dass er rauswächst in Magiana. Und wenn jetzt die Kehrtwende kommt, dann hat hier Sumpex die erste Möglichkeit, dem Team erstmal richtig viel Schaden. Es kommt hier erstmal safe, das Siedewasser. Schaden auf Lando ist immer gut. Und warum sollte er... Also er ist ja jetzt noch nicht in der Gefahr, Pelipper zu verlieren. Kein Burn. Also jetzt ist die Frage, kommt hier jetzt ein Kanonen-Bouquet oder kommt hier ein Voltwechsel? Schwierig zu sagen. Voltwechsel wäre natürlich riskant gegen Sumpex. Andererseits macht das Kanonenbouquet dem Tentantel gar nichts. Ja, dem Tentantel nicht. Da ist das Sumpex. Jetzt ist die Frage, da kommt das Kanonenbouquet. Das macht natürlich viel Schaden auf dem Sumpex. Du darfst halt Sumpex nicht so risky reinbringen, wenn es dein bestes Mon ist. Guck dir das mal an. Und es ist halt du kannst jetzt schon low. Es ist jetzt schon low, aber allerdings ist es an dieser Stelle halt auch jetzt erstmal, was will da jetzt reinkommen? Garados. Weil du, also er ist an dieser Stelle ja nicht verpflichtet, auf Erdbeben zu gehen. Und nee, die Kaskade tut auch bei minus 1 immer noch weh. Tarnsteine liegen. Ja, aber also ich glaube, Garados ist hier also du kriegst, die beste nee, Wahl. Ja klar, ist Garados die beste Wahl. Aber mit Tarnsteine und der Kaskade glaube ich schon, dass du Garados hier jetzt so auf locker unter 50% kriegst. Das ist gut möglich, ja. Und da ist Gyrosdos. Das Gyrosdos. Da kommt der Bedroher. Hier kommt jetzt auch die Mega und ja... Ich glaube tatsächlich, dass Kaskade hier mehr Schaden macht als Icy an der Stelle. Vermutlich, ja. Dementsprechend... Sogar ganz sicher. Ja, die Kaskade kommt. Und wenn die jetzt genug Schaden macht... Ja, das reicht aber nicht zum Two-Hit. Und ja, damit hat das Garados die Möglichkeit, theoretischerweise einfach für einen Ruheort zu gehen. Garados hat keine Reliable Recovery. Oh nein. Muss Garados hier einfach angreifen und kann aber dieses Zumpack somit stark unter Druck setzen. Ja, oder allerdings er kann hier jetzt halt auch einfach wieder in Pelipper gehen, in Azumarill, auch in... Oder in Tentantel. Einfach den Eisenstachelschaden abgreifen. Auch da ist immer noch zu einer geringen Wahrscheinlichkeit, kann man dann Beulenhelm drauf spielen. Ja. Und wenn das Ding jetzt nochmal Beulenhelm plus Eisenstachelschaden kriegt, kommt es halt nicht mehr in die Tarnsteine rein. Das stimmt. Und gegen Tentantel kann es dann nicht drin bleiben, bedeutet faktisch totes Garados. Wir sehen das Tentantel. So, jetzt ist die Frage, geht er hier jetzt Bolzi auf einen Drachentanz, aber selbst das bringt ihm nicht viel. Rauswechseln ist auch eher Delegator. Aber der Delegator ist natürlich keine schlechte Idee. Wenn jetzt die Power Whip drauf ist, ist der Delegator aber sofort gebrochen. Ja, das ist wohl richtig, aber er hat vielleicht die Möglichkeit, hier nochmal zwei Angriffe statt nur einen rauszuholen. Nee, er holt eh lieber den Drachentanz. Und das Ding ist, er kriegt Tentantel auf dieser Range nicht mehr tot. Das stimmt, aber er kann zumindest das Tentantel anchippen, um seinen anderen Mons die Möglichkeit zu geben, an dem Tentantel ohne Probleme reinzukommen. Außerdem kann die Power daneben gehen, das tut sie hier aber nicht. Und die sollte den Sub auf jeden Fall brechen, wenn das nicht... Würde mich zumindest anderweitig wundern. Ja, Power Whip hat was, eine 120er Base. Und jetzt sehen wir, hört der Regen auf? Nein, also wir sehen definitiv keinen Feuerzahn, so viel steht fest. Kann das überhaupt Garados kann keinen Feuerzahn. Garados lernt Eiszahn, genau. Und jetzt der Eiszahn macht halt auch wieder weniger als die Kaskade. Und dadurch, dass er jetzt Garados so oder so verliert, muss er ja auch halt in die Mega gehen, einfach um den Schaden noch zu maximieren. Ja. Aber trotzdem wird das keine 50% gegen Dingens machen. Und wenn doch, haben wir halt immer noch die Chance, da gleich einfach eine 50% Beere drauf zu sehen. Das stimmt. Überbrückung, ignoriert Eisenstachel, ne? Und das kommt Erdbeben macht natürlich... Ja.
nicht so viel Schaden. Das ist halt auch nur neutral. Die Kaskade wäre stärker. Oh. War das Crit? Ja. Ja. Und da kommt die 50%. Wäre also Meta dieser Crit halt nicht mal. Vielleicht ist, nicht so vielleicht ist, viel, vielleicht ist das sogar zu seinem Nachteil. Ja, das ist gut möglich. Und da kommt der Gyro Ball. Und ja, das Ding ist auch plus 1, demnach macht der super viel Schaden. Ja. Und Garados ist raus. Garados und damit war es das mit seinen Antworten auf Zumpex. Ja. Also, ja gut, er hat noch Katagami. Jetzt ist halt die Frage, wie viel tankt Katagami? Ich glaube, ein Erdbeben von Zumpex macht trotzdem verdammt viel auf dem Ding. Ja, aber 40%. Also ich denke, das kann einmal reinkommen und pressert dann raus. Und das Ding ist halt, auf der Gegenseite gibt es natürlich auch keine guten Switches in Katagami. Du kannst es mit Boreos versuchen, aber wenn es tatsächlich irgendwie Scarf Katagami ist und es drückt so einen lustigen Eisenschädel oder so, dann war es halt mit Boreos ganz schnell. Die Frage ist halt, wie kriegt man Zumpex jetzt hier sicher aus der Nummer raus? Das ist halt schon low. Es ist schon low, also helfen würden tatsächlich... Tarnsteine, aber selbst die kommt es, glaube ich, noch zwei oder dreimal rein. Es resistiert ja. Fokusstoß. Da kommt erstmal der Fokus. Der sollte killen. Der sollte auf jeden Fall killen. Und das gibt es jetzt halt plus 1. Das war es nicht. Komplett speziell defensiv. Und da kommen einfach nochmal die Stachler. Das ist natürlich nicht ganz so schlimm für Magiana. Und die Sache ist, wenn jetzt der Regen aufhört, ja, tada, dann kann Zumpex danach nicht reinkommen. Ja, aber Pelipper. Ja, und dann geht Magiana auf Voltwechsel in der Runde und... Oder jetzt und jetzt kriegt den Seelenherz-Boost leider nicht. Was? Das ist halt, ich unterschätze einfach, wie speziell bulky das Ding auch ist. Ich glaube aber auch, dass das Magiana nicht das offensivste... Könnte halt Full HP irgendwas mit Offensivweste sein, das stimmt durchaus. Haben wir noch nicht gesehen. So, da kommt Lando, das bekommt halt nur Tarnsteinschaden. Aber er wird jetzt wahrscheinlich einfach nochmal auf den Stachler gegangen sein, oder? Nee, Gyro Ball, okay. Na gut, der wird nicht so viel haben. Doch, das haben wir ja gerade schon gesehen. Das macht ja gar nicht so wenig auf einem Lando. Also dafür, dass das minus 1 ist und auf Tentantel wahrscheinlich kein Angriffsinvestment gespielt ist, ist das Ding halt jetzt auch schon zur Hälfte down. So. Und es muss nochmal in die Tarnsteine kommen, wenn es wieder reinkommt. Also nicht, dass das noch besonders viel machen wird. Ich denke, jetzt geht Tentantel down. Einfach um... Nein, geht es nicht, denn die Tarnsteine kommen. Es kommen erst die Tarnsteine. Dann kommt jetzt wahrscheinlich noch ein Gyro Ball und dann geht das Ding hoffentlich nächste Runde hops und dann kommt halt der Regen für Free rein für ein immer stärker angeschwächtes Landorus. Ja. Das er dann wahrscheinlich opfern möchte. Oh. Er behält sich den Tantel sogar nochmal auf. Weil er hier jetzt das Erdbeben prediktet. Die Frage ist, kommt das denn auch? Ja, kommt. Ich meine, man nimmt jetzt halt 25% Schaden auf Pelipper und hier könnte halt einfach eine Steinkante kommen, weil die hätte auch wahrscheinlich schon reichen können. Möglich. So, das sind jetzt so. Aber es kommt das Erdbeben. Ja, damit ist Pelipper da und Pelipper kann jetzt halt mal freien Siedewasser drücken. Oder sich zurückziehen. Und jetzt wäre es ein Riesenfehler, wenn jetzt hier auf Zumpex gegangen wird, einfach so, wenn das Erdbeben kommt, dann ist Zumpex weg. Also Zumpex tankt da halt auch nicht mehr viel. Aber er könnte hier jetzt halt auch ohne Probleme einfach sein Tentantel nochmal reinholen, das draufgehen lassen und danach sich so. Also das ist die einzige Art und Weise, wie Tentantel Momentum generiert, durchs Sterben. Und er braucht Tentantel hier an dieser Stelle halt. Braucht er es noch? Also wenn er es nochmal. Er hat auch kein Z-High-Opfer mehr oder ein High-Opfer mehr oder so. Also bringt Tentantel eben gar nichts mehr. Das macht er da auch. Also entweder hört er mich oder er hat einfach nur genau den gleichen Gedankengang wie ich. Das ist Z-Fliegen, oder? Jo. Den hat er richtig schön gebaitet. Jo. Ich verstehe den auch an der Stelle nicht hundertprozentig. Ich auch nicht, aber ehrlich gesagt, wenn er den nicht macht... Ist halt die Frage, was wir haben Tarnsteine gesehen, wir haben Fliegen gesehen, wir haben Erdbeben gesehen. Vielleicht hat er einfach keine Steinkante. Ja, wahrscheinlich hat er eher die Kehrtwende oder ähnliches mit dabei. Und ja, wenn er hier nicht auf Z-Fliegen geht, dann kommt er gar nicht mehr dazu. Ja. So oder so. Heißt, bringt ihn nicht allzu viel. Er muss halt versuchen, die Regenrunden hier ein wenig loszuwerden. Ja, das muss er wohl. Und jetzt kommt Kajutsu rein. Er versucht es gar nicht erst mit Zumpex. Ja, er kann sich jetzt hier eigentlich gratis den die Freundschafts- abholen. Akt, Pakt. Freundschafts... Irgendwas mit Bond. Ja, Freundschaftsakt, glaube ich. Oder Freundschaftsbande? Keine Ahnung. Seine Ash-Form. Wenn er denn ein Ash-Gren ist. Er kann sich ein paar Freunde abholen. So nämlich. Und eine Mütze. Ja. Und eine lustige Rückendeko. Ja, ja. So er denn zurück. Überhaupt Ash Quaiutsu ist, was ich im Regen vermute. Ja, wobei hatten wir gerade das Regen Quaiutsu nicht auch mit Dingens? Mit Protein? Earthwardness. Da ist Water Shuriken. Wir sehen auch kein Protein. Ja, das ist AV.
Und das waren nur zwei Hits. Ja, das und war nichts. Aber da muss er halt raus und ja. Ja, die Frage ist, wo rein geht er? Also ich wüsste, wo rein ich gehen würde. Ich wüsste es theoretisch auch, aber die Sache ist einfach, er könnte sich jetzt auch theoretisch wieder dafür entscheiden, in Suplex zu gehen. Ja, den Voltwechsel predictend. Und das dann wäre würde ich, das würde ich nicht also, machen. Das wäre sehr riskant. Er geht auf jeden Fall raus, das muss er auch. Er kann jetzt hier in Azumarill gehen, das tut oder er halt auch. In Boreos. Wenn jetzt hier der Voltwechsel kommt, dann ist das okay, aber nennen wir den guten Kanonen okay. Das Kanonen okay. Und jetzt ist die Frage, was macht das? Darauf können wir halt schließen, welches Azumarill-Set man da spielt. Aber das sieht nicht nach AV aus tatsächlich. Nee, definitiv nicht. Und das scheint auch kein Abgesangs-Azumarill zu sein. Nee, vermutlich nicht. Das war Bulkier, ne? Ja. Ja, ich glaube, hier wird Magiana jetzt mit dem Voltwechsel versuchen, mal rauszukommen. Und ich denke, dass Azumarill hier vielleicht eine Choice-Band-Variante mit Aquajet ist und das einfach verhindern wird. Oder einfach dodged und es ist Z-Azumarill? Das ist Z-Fee? Ich weiß gerade gar nicht, was war. Was sah ist dieser Rahmen? Normal aus. Ja, genau. Ach, Z-Bauchtrommel. Z-Bauchtrommel, klar, damit du wieder voll geheilt bist. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Schlittenfahren mit Azumarill. Ja, das wird jetzt halt natürlich ein Spaß. Ja, also da. Ich glaube, das Einzige, was nach dem Regen noch ein. Einem plus 6 Aquajet lebt, ist das Katagami. Ein gut, plus 5. Das macht den Kohl auf jeden Fall fett bei so einem Kraftkoloss. Ja, pst. Da kommt die Wasserdüse. Das ist halt super ärgerlich für Nico, dass hier das Kanonenbouquet daneben geht. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hätte. Er war ja schon bei minus 2. Eventuell hätte er sogar getankt. Vielleicht nicht besonders gut, aber durch Z Belly Drum wäre er ja wieder bei Full Life gewesen. Ja. Also vielleicht hat er nicht da ist Katagami, aber er hat sich nicht entschieden, auf das Ende des Regens zu warten. Vielleicht ist das auch in zu weiter Ferne, aber damit könnte also er muss hier jetzt einfach auf die Wasserdüse gehen und wenn Katana halt auch auf dem Level ist, dass es einfach das überlebt ist sogar. Laubklinge kommt, ja, die reicht auf jeden Fall. Definitiv. Und aber jetzt kann halt einfach in Dingens gegangen werden, in Tornadus. Oder in Quajutsu und damit hier den. Und du darfst halt, musst halt aufpassen, es könnte halt einfach Scarfed sein. Das stimmt. Allerdings. Und das reicht hier an der Stelle auch. Also aber er holt sich die Ash-Form nicht, er geht lieber in Boreos. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber. Ja, ich glaube, ich hätte auch, wäre auch erst auf Boreos, aber ja klar, bei der Range, ich habe die Water Shuriken kurz ausgeblendet. Ich hätte mir hier jetzt die Ash-Form für Lau geholt. Ja. Aber vielleicht will er auch einfach. Magiana, nicht. Ne? Zum einen Magiana, zum anderen, wobei Magiana... Das ist halt tatsächlich Scarfed. Oh, das macht auch relativ viel Schaden, aber nicht genug. Das tankt Boreos. Jetzt? Spoilhelm, okay. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Kommt jetzt die Kehrtwende? Nee, der Orkan, okay. Macht doch keinen Unterschied. Nee, aber jetzt kann halt Rigi reinkommen und claimt einen Kill, vielleicht sogar zwei. Eher zwei, weil danach muss Pelipper reinkommen, effektiv. Ja, genau, deswegen. Und er kann es sich nicht erlauben, aus Pelipper in... danach reicht halt das Erdbeben von Sumpex für die anderen drei Mons aus. Ja, genau, also danach ist dann Ende. Er muss hier irgendwas anders machen, als er sich das erhofft. Ich denke auch, aber er muss hier jetzt Donnerblitz drücken. Ansonsten macht es sich nur schwerer. Also Boreos muss er loswerden, so viel steht fest. Ja, also Boreos muss jetzt aber auch geopfert werden von Sensory hier eigentlich. Oder er geht in Pelipper direkt, holt den Regen raus und kann einen, dann sofort in Sumpex gehen. Die Frage ist... Ja. Kriegt ihr jetzt halt nochmal den Regen? Ja, und ich glaube, damit hat sich das hier jetzt schon fast erledigt, denn mit Katagami ist das wichtigste Pokémon jetzt gegen Auflockern, Sumpex. Okay. Geht damit der Regen weg? Nein. Regen hat und Auflockern haben nichts miteinander zu tun. Man kriegt ja auch Screens und so weiter, wird man ja auch los, aber Regen... Aber jetzt ist halt dieser... Er kann jetzt halt auch einfach mit Pelipper weiter angreifen. Ja, aber er hat zumindest einen... er kann jetzt natürlich auch versuchen, mit Coco genau eben Pelipper nicht rauszunehmen, um ihm nochmal möglichst viel Regendingens zu nehmen. Aber ich wäre jetzt auch wieder einfach von Boreos gegangen, hätte das abgeworfen. Weil er Pelipper jetzt, er stallt jetzt Pelipper Runden aus. Er könnte hier natürlich auch mit Pelipper einfach die Kehrtwende gehen. Die haben wir doch in diesem Matchup schon gesehen, oder? Also in diesem Match? Ich glaube nicht. Weil jeder weiß, jetzt dass es langsam ist. Ja, okay, das war Pelipper. Geht Pelipper down. Aber dadurch, dass jetzt auch gar keine Hazards mehr liegen, wird dieses Sumpex nicht mehr einen einzigen Schadenspunkt fressen. Es sei denn natürlich, ist es Bandit, Quick Attack, Victine.
Ich habe dagegen schon in einer Draftliga verloren. Das klingt nach Belly. Nein, es war... War es Ele? Ich glaube, es war Ele. In der GPL? Ja. Das war Belly. Belly hatte... In der Hinrunde hatte ich Azumarill, aber ich habe nie Bandit Quick Attack gespielt und in der Rückrunde war es... Ja, Big meine ich ja. Achso. Ja, okay. Aber das war Belly. Na gut. Dann war es Belly. Ja. Also ich würde es gerne sehen, aber ich irgendwie bezweifle ich das. Ja, also ich wüsste aber nicht mal, ob es an dieser... Rein. Ich weiß nicht mal, ob das ab dieser Range reichen würde. Schwierig. 60 HP, bulky ist das Ding auf jeden Fall. Da kommt die Kaskade. Reicht halt aus. Selbst mit Anti-Wasserbeere hätte das, glaube ich, gereicht. Also. Naja, Victini hat ja schon einen einigermaßen ordentlichen Bulk. Also ja klar, 100er Wasserbeere wäre es vielleicht gegangen, aber so. Es ist mega Sumpex im Wasser, also im Regen. Ja, und damit, das Magiana wird jetzt also an einem Erdbeben. Die ganzen Wasserteams empfinde ich gerade ein bisschen als unfair. Also, das wird so lange lustig, bis Regen gegen Regen kämpft. Oh Gott. Erinnere mich nicht dran. Ja, das wird heute noch früher oder später bei der Menge an Regenteams auf jeden Fall noch passieren. Aber auf jeden Fall solide runtergespielt. Seinen Applaus hat er sich verdient. Hier mit 3-0 sogar. Also doch nochmal einiges an Differenz sogar noch rausgeholt am Ende. Ja, das stimmt wohl. Aber wir haben ja von vornherein das Matchup gesehen und gemerkt, dass es auf jeden Fall im Favor des Regenteams war. Definitiv. Du brauchst halt ein paar Switch-ins in Sumpex und wenn du dann halt auch noch, das ist ja das Eklige an Boreos, dass dann das im Regen auch noch sein Dingens trifft, seinen Orkan. Du hast auf Reiki kannst du Donner spielen, wenn du es im Regenteam mit hast. Also Regen ist halt schon irgendwie das stärkste Wetter. So, ne? Ich glaube, tendenziell wäre hier eine Agro-Stella-Gardos-Kombo das Beste gegen ein Regenteam. Funktioniert, aber wir haben ja gerade auch schon eine Version mit Coco gesehen. Und Coco fährt dann mit dieser Kombo wieder Schlitten. Ja, da fehlt dann das eigene Sumpex. Dann sind wir wieder beim Regenteam. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du auch direkt dein eigenes Regenteam spielen. Alles klar. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, dass wir heute definitiv noch Regenteam gegen Regenteam sehen werden. Und das Finale wird lustig. Ja, wer weiß. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich auf Regenteams vorzubereiten. Wir sehen jetzt vielleicht einfach, wenn die Leute sich darauf eingestellt haben, ich weiß ja nicht, die Teilnehmer, die unten spielen, die kriegen ja hier oben on Stream nicht so viel mit. Also vielleicht haben wir auch einfach bisher ein glückliches oder unglückliches Händchen bewiesen bei den Teilnehmern und die drei Regenteams, die es gibt, jetzt einfach immer on Stream geholt. Und das sind am Ende gar nicht so viele. Das wäre natürlich aber auch ich kann mir halt schon vorstellen, dass wenn es die Runde macht, dass hier jetzt gerade so viele Regenteams durchgehen, dass wir definitiv noch ein paar mehr Tangolos sehen als eh schon. Das ist halt schon eine sehr solide Antwort. Vielleicht packt auch jemand einfach mal sein Mewtwo Y, falsche Liga, hallo, Glurak Y aus, einfach um den Regen wieder rauszuholen. Was ich da auch sehen würde, wäre beispielsweise ein Serpil Royal oder ein Celesteela. Ja, das auch, aber Serpil Royal ist jetzt nicht so bulky, dass ich dem nach Spikes und Tarnsteinen noch zutrauen würde, den Ice Heap zu tanken. Nicht zwingend den Ice Heap, aber Scarfed Serpil Royal kann gegen so ein Regenteam halt. Sumpex würde es nicht outspeeden, aber alles andere mit einer +2 Blättersturm. Ja, aber du hast ja gesehen, ja, weißt du, dann spielst du einmal, weil du lustig bist, dass du selbst ein paar Azumarill stattdessen. Aber ja, es ist halt eklig. Und Regen, Azumarill haben wir gerade schon gesehen, das hat halt seinen quasi Counter trotzdem irgendwie auf 5% runtergebracht. Auf jeden Fall, dieses Regenteam, es bietet sich halt an, es ist nicht unendlich schwer zu spielen, es ist relativ leicht zu bauen, weil du nimmst dir halt einfach Regen und Pelipper ist der beste Regensetter. Ja. Und dann nimmst du Mega-Sumpex und dann nimmst du noch 4 Pokémon, die damit einigermaßen synergieren. Und da sind halt Boreos und Quaijutsu halt einfach Monster. Richtig, und Tentantel halt auch, weil es hat halt eigentlich nur die richtig krasse Schwäche da gegenüber Feuerattacken. Die werden wieder halbiert durch den Regen. Ja, also das Team hat sich quasi von alleine gebaut und dann hat sich jemand gedacht, ach, Z-Belly, Jom, Azumarill im Regen, oh, da gibt es auch keine Switch-Ins, packen wir noch rein. Hätte alternativ, haben wir ja schon gesehen, aber auch ein Coco sein können. Meinetwegen auch ein Zapdos, keine Ahnung. Es ist ja nicht so, dass es wenige Pokémon gibt, die das irgendwie abusen können.